Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sekiro. Beim letzten Mal haben wir uns endlich den General vorgeknöpft. Oh, hier ist noch ein Item. Kügelchen. Was war? Was? Hexe? Hat er mir irgendwas gebracht? Anscheinend nicht. Aber eine lustige Ragdoll. Stimmt, Ragdolls sind gar nicht, ne? Also, nicht wirklich vorhanden. So, ich war am Rasten, also müssten Gegner eigentlich wieder hier sein. Aber anscheinend keine hier. So, jetzt gehe ich endlich mal dahin. Das hat mich... Ich wollte schon immer wissen, was da ist. Also, anscheinend kopflose Gegner, die man nicht besiegen kann. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie man sich an dieser Kante festhält. Ich weiß nämlich, was auf der anderen Seite ist, wo wir hin müssen. Und das wird, glaube ich, auch noch ziemlich lustig werden. Gachis Konfekt. Lautlos und unsichtbar. Okay. Und dann geht's hier runter. Okay. Eine Höhle. Oh Gott. Von Tageshell zu stockdunkel in 0,1 Sekunden. Hier kommt man also wieder raus. Warte mal, ist das nicht den Weg, den wir mal gegangen sind? Außenrum mit dem... Nee. Ah, ich glaube, ich weiß, wohin dieser Shortcut führt. Also, was heißt Shortcut? Ich weiß noch nicht, warum man jetzt unbedingt hier noch einen braucht. Aber ich weiß, wo es hin... Ja, noch nur so eine Echse. Och, Gift machen die. Jesus Christ. Das ist noch so einer. Oh. Aber der hat mich nochmal gut erwischt, ey. Meine Güte. Noch mehr Konfekt. Hier ist nichts. So. Genau, da war nämlich der Ogre. Jetzt können wir die Tür hier oben wahrscheinlich aufmachen. Gegenmittel, göttliches Gras, öffnen. Allerdings so ein bisschen unnötig, finde ich. Also man kann ja von dem anderen, diesen Weg, den ich ja gekommen bin, den ich hierhin gegangen bin. Okay. Na gut, wenigstens das. So, meinen Sprint-Tipp ausprobiert. So, übrigens zur Höhle hier. Okay. Warum auch immer man hier... Gott, gibt's keine Fackel? Oh. Das sieht nach einem Gegner aus. Geronimo! Okay, ich kann nicht. Oh Gott, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann keine Ausweichdings machen. Grauen. Okay, Insta-Kill. Ich. Bleibt er mal weg von dem Ort. Kopflos. Hat er noch zwei? Ach so, ich kann ihn nach... Vergiss es. Da will ich gar nicht hin. Da will ich gar nicht hin. Also, da werde ich erst viel später hingehen. Keine Ahnung wann, aber...
Ich meine, man levelt ja nicht wirklich auf. Aber ich will halt auch nicht die ganze Zeit einfach nur komplett sterben, die ganze Zeit. So. Ach nee, warte, sind wir jetzt nicht... Ja doch, okay, wir müssen gar nicht weiter weg. Gut, dann gehen wir hier runter weiter. Irgendwelche Items noch da unten? Man will ja nichts verpassen, ne? Flugreifhaken, ja, das habe ich mittlerweile auch gemerkt. Boah, das ist so cool. Vor allem, wenn man sich das gibt, einfach mit Kopfhörern und so, das ist einfach so krass. Zum schönen großen Bildschirm. Aber sie scheint blind zu sein, oder? Das fällt mir gerade mal so auf. Also die Augen sehen weißlich aus, was meistens immer auf Blindheit irgendwie schließen lässt. Oh, wie viele fucking Zähne. Oh, lass mich doch bemerkt. Dann sollten wir vielleicht schnell abhauen. Heilige Maria. Okay. Das ist mir jetzt neu. Eigentlich ging es sofort weiter zum Boss. Aber anscheinend müssen wir uns erst mit der Schlange anlegen. Puh. So. Können uns auch bestimmt hier ganz, ganz schnell weiter bewegen. Ich meine, wo kommt das Vieh her? Da hinten irgendwo. Oh Gott. Hi. Oh Gott. Also für jeden mit Schlangenphobie ist das hier, glaube ich, gerade der reinste Horror. Kann ich mich in der Hütte verstecken? In Sinft. Okay. Hi. Noch mal. Oh. Boah. Oh. Jesus Christ. Bye bye. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin aber auch schlau. Wo lande ich jetzt wieder? Weiß ich nicht. Ah, ich bin wieder hier am Anfang. Aber die Schlange wütet immer noch. Der scheint es nicht so gut zu gehen. Ja, beruhig dich, es tut mir leid, du kriegst ein Pflaster. Falls sie schon erfunden wurden. Meine Güte, ey. Oh Gott. Ich wollte einfach nur sprinten auf diesem Dings hier. Oh Gott. Leid. War ich mir wirklich voll durch das Maul gesprungen, oh Gott. Hi. Ich geh da mal. Ich hab nicht vor, dich zu belästigen.
kann man den... Einen Gegner nicht besiegen zu können, ist schon immer traurig, aber... So eine fette Schlange wüsste ich nicht, wie man die besiegen kann. Okay. Erhöht kurz Schaden... Was? Erhöht kurz Schaden an der Haltung und Vitalität, also... Damage Buff. Hi, Muchacho. Gott, ich bin voll rot. Das ist doch so ein Fettsack. Aber cool, also, dass die für die Gamescom extra den Boss, also das Gebiet umgeändert haben. Finde ich schon nice. Yay. Ich habe keine XP. Ich habe nur ein bisschen Geld. Warte, ich sollte rasten. Auch wenn, ja. Ich habe nicht so viel AP, also. Und da hinten ist wieder eine Erinnerung. Hab ich keinen Lauf? Na toll, das klingt nach einem weiteren Boss. Kann ich mich auf dich stürzen oder ist irgendwer anderes was merkt? Wahrscheinlich nicht. Aber ansonsten, ja, da unten sind ein paar Items, da ist eine Erinnerung. Da ist noch irgendwer. Na, guck mal, der Große. Ach komm. Okay, er hat was gesehen, aber nicht genug. Um mir aufzulauern. Oh, ist ja traurig. Jetzt kann er noch trauriger sein. Das ist irgendwie lame, aber es funktioniert. Kiri anwenden. Bei einem normalen Gegner, zumindest. Oh, da kommen schon die nächsten Gegner. So wollte ich das Ganze eigentlich nicht machen, aber gut. Dann halt so. Hier oben ist die Erinnerung. ひとたびは退けるなら、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血よ、竜医の力を利用するというのですか。いかに力を得るため、痛みも恐れも忘れ、戦い続けるなら、私は人の生き方を歪めたくはないのです。 この鹿羽の山を見ろ。もはや尋常の術では芦名は守れぬのだ。私は健一郎殿ほど強くはなれません。何をなすべきか未だわからぬので。あれから随分と経つ。待ったとて無駄なことは。 Okay, heißt es, der Typ, der uns am Anfang den Arm abgackelt, ist eigentlich nicht wirklich
böse? Also, klar, er will die Macht von dem Blut und so fern benutzen. Aber er scheint ja irgendwie ein gemeinsames Ziel zu haben. Sonst würden die ja nicht so Larifari miteinander reden. Na komm, heb auf. Reichtumsballon, diese stimmt, die wollten wir auch mal ausprobieren. Geldbeutel. Gut, dann was war das hier an Gegnern? So, was haben wir hier noch? Okay, mit Schießpulver erschreckt man anscheinend Pferde. Danke für die Info. Und voll Asche. Oh, ich... Entschuldigung. Nur eine? Ich trau dem Braten hier nicht. Aber na gut. Ich wünsche, man könnte pfeifen irgendwie. Oder die anlocken, dass sie hier zu der Ecke kommen. Ja, ist klar. Na gut. Vor den normalen Gegnern brauche ich mich jetzt aber nicht so sehr fürchten. Zum Glück. Wenn jetzt jeder so krass wie so ein Zwischenboss wäre, ey, dann hätte ich Probleme. Der letzte Checkpoint ist auch schon wieder so lange her. Hätte ich nicht gerade noch einen anderen da? Oh, krass. Ich glaube, ich weiß, wer hier kommt. Das wurde nämlich auch schon ein, zwei Mal... in einem Trailer konnte man ihn schon sehen. Und das wird nicht spaßig. Kügelchen... Natürlich kann es nicht geöffnet werden. Oh, wo ist denn der letzte Checkpoint? Ach, der war da unten irgendwo, ne? Also einmal durch das Gebiet kämpfen, schrägstrich schleichen. Und dann ist man schon wieder da. Ich hätte trotzdem nur gern irgendwie einen Checkpoint. Na gut, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Auch wenn wir nicht die Möglichkeiten haben. Vögelchen fliegt. Ab nach unten. Sneaky, sneaky. Zum Item, bitte. Und voll Asche. Oh Gott. Vielleicht ein paar Schurken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, man kann die Dings überhaupt nicht. Ja, wie wär's mit anvisieren? Holy shit, ey, der ist ja richtig hart. Ja, darf ich auch noch aufstehen?
Gott, oh Gott. Ja, okay, das... Boah, die sind ja alle richtig hart, die Bosse. Oh, das ist nicht mal normal. Also, kein Boss. Wir haben bisher kein Endboss. Also, ihr wisst, was ich meine. Kein richtiger Boss. Sind alles so Zwischenbosse. Gott, ey. Nix haben wir, nix. Jetzt stehen wir hier. Ich denke mal, dass man durch irgendwie Knallkörper oder sowas gibt's, glaube ich, als Prothese. Was man aus den... Also, es war halt auch in einem Trailer mit drin, ne? Von wegen... Hä? Was bist du denn für einer? Ich habe ja gar nicht gesehen. Hä? Ja, was ist das denn? Gift? Ja, danke. Kräuterverzeichnisseite, okay. Eine herausgerissene Seite aus dem Maschinenkräuterverzeichnis, ein Kompendium von Pflanzen und Kräutern. Der Knallsamen wächst von Natur aus in Schluchten und tiefen Tälern. Bewohner der versunkenen Tals zuvor geeignet sich solche Orte für ein Heiratsangebot an die große Schlange. Wie ihre Braut werden, muss in das Tal. Muss in den Bauch der Schlange im Tal. Okay. Ja, okay. Also kann man nochmal zurück zur Schlange? Gibt's da noch mehr? Das will ich wissen. Kommen wir wieder... Ne, wir kommen nicht mehr zurück. Betrug. Na gut, dann müssen wir zum Dings reisen. Reisen. Maschine Umland. Tal unter der Brücke. Vielleicht gibt es ja noch mehr Wege. Kriech eine Echsen. Anfällig für Todesschläge, wenn du auf sie zuspringst. Wenn sie dich bemerkt haben. Okay. Ja, was auch immer uns diese komischen Echsen bringen. So. Die Schlange scheint auf jeden Fall nicht mehr hier zu sein. Wir haben sie anscheinend vertrieben. Das heißt, wir können uns hier jetzt einigermaßen in Ruhe umgucken. Ob wir irgendwas vergessen haben. Hier geht's anscheinend noch runter. Und das war's. Gut, Endstation. Hier hoch. Wahrscheinlich nur nochmal ein Ort irgendwie, um sich noch weiter zu verstecken oder so. Gut. Nein, ich... Oh. Dachte schon, jetzt wieder in den Abgrund. Kann man sich auch hin. Okay. Also wahrscheinlich werden wir der Schlange noch öfter begegnen. Wenn es einem jetzt schon so... vorher... gesagt wird, dass es... Also irgendwas muss man mit der noch machen anscheinend. Wahrscheinlich müssen wir die... Treffen wir die später nochmal, müssen dann von innen heraus die irgendwie aufschlitzen oder so. Vermute ich jetzt einfach mal. Wir haben noch ein Item hier. Da, Knallsamen. Lärchensporn-Samen macht ein lautes Geräusch, wenn man sie knackt, nützlich, um Illusionstechniken zu brechen. Okay. Illusionen werden immer von jemandem erschaffen, um die Phantome zu zerstören und zur Realität zurückzukehren, muss man den Schöpfer der Illusion besiegen. Knallsamen können dabei eine große Hilfe sein. Aha. Illusion. Ist die Schlange eine Illusion?
Passiert noch was, wenn man nochmal reingeht? Ich denke mal nicht. Sonst noch andere Wege? Ich bin hier so durchgehetzt. Aufgrund einer riesigen Schlange. Ne, das ist die Höhle, ne? Wo es dann zu der Burg geht. Ja. Okay, wir fahren jetzt die Samen. Und ich würde sagen, wir gehen noch einmal schnell zurück zum Tempel. Denn wir haben ja noch Kürbissamen, meine ich. Tja. Müssen wir uns nur überlegen, was machen wir als nächstes? Wir haben keine neuen Prothesen. Und wo ist Emma? Oh, okay. あなたですか。竜害の調べのため、物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊。はい。石と共に出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかし、これだけでは定かには。できることはあるか。 竜害にかかったものが入った血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかったものがいれば当たってみよう。お願いします。 Mhm. Und noch einen? Nö. Deva. Kann man mit ihm nochmal reden? Ja, wir können keine neue herstellen, ne? Ne. Bushido. Okay. Gut zu wissen. So, dann haben wir jetzt wieder verstärkte Dings. Also wenn ich jetzt hier, ne? Rassen, 3 Stück. Das sollte schon mal helfen. Mehr Leben, gleich mehr Möglichkeiten, nicht zu sterben. Ah, und sie steht ja wieder, okay. Gut, dann war es das für diese Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.